Ein bisschen Cobblestone Wall können wir uns noch machen. Dann können wir da wenigstens schon mal die, die Wallstücke hinsetzen. Was haben wir denn jetzt hier? 16 mal Cobblestone Wall. Boah, ich mache einfach jetzt hier schon mal so ein paar Sachen fertig. Dann haben wir hier Cobblestone Wall drin. Und dann könnten wir eigentlich auch schon ein bisschen Dingens fertig machen. Ein bisschen die Lanterns. Wo habe ich denn hier noch? Da ist Iron Ingots und ein Nuggets. So, wir haben ja 55 Fackeln auf Tasche. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal so. Guck mal, da könnten wir ein Stack mitmachen. Brauchen wir jetzt so viel? Ah. Ich mach mal 32. Ups. Gut, dann haben wir jetzt 40 davon, 32 davon und immer noch mehr als genug Eisen für alles Mögliche. Wobei, wir müssen bald unseren Helm, also unseren Helm reparieren, beziehungsweise einen neuen Helm oder fast eine komplett neue Eisenrüstung haben. Da müssen wir auch aufpassen. So, es wird neuer Morgen. Und was habe ich hier nochmal draufgeschrieben? Stairs und Slabs für den Weg. Ja. Bevor ich wieder zu meinen Sprachstörungen zurückkomme, können wir da schon mal... Da ist eine Spinne. Böse Spinne. Wir brauchen Stairs und Slabs für den Weg. Wir haben Stairs und Slabs. Und dann machen wir uns nochmal ein paar. Dann machen wir erstmal wirklich den Weg aus Sprucewood und können dann später noch alles andere machen. So, dann haben wir einen Stack. Daraus mache ich nochmal Stairs. Die brauchen wir hauptsächlich. Ups. So. Dann behalte ich das jetzt erstmal. So, das Holz können wir auch noch auf Tasche behalten. Und da können wir ja wenigstens schon mal ein bisschen weitermachen noch. Vielleicht nehme ich dann noch ein, zwei Folgen sogar auf. Ich weiß, ich muss das auch noch zusammenschnibbeln, aber... Oder, nee, wisst ihr was? Das machen wir nächstes Mal. Ich werde jetzt nochmal was anderes machen, nämlich mir ein bisschen Andesit schnappen und Diorit schnappen. Das heißt, für den Weg könnten wir jetzt einfach mal hier uns eine Kiste machen, die... Und wieder eine komplette Gold-Armor. Das wäre doch mal was jetzt hier für den Name-Tag zum... Für ein kleines Museum. Ja, schade, nichts gedroppt. So, ich stelle da mal die Kiste hin. Und da packe ich jetzt mal die Sachen rein, die wir für den Weg schon mal haben. Ich brauche Andesit und Sandstone. Weil wir noch nicht viel Sandstone haben, glaube ich. Müssen wir schauen. 4 Sandstones haben wir gerade mal. Aber da kriegen wir noch ein paar raus. Und Andesit haben wir auch nicht so viel. Das heißt, ich muss bald mal Andesit abbauen gehen. Hm. Gut, was ich jetzt einfach nochmal machen wollte, damit ich das schon mal weiß für zukünftige Folgen. Wenn jetzt hier so ein Block Andesit, ja, das passt doch perfekt. Beim Sandstone fällt es ein bisschen mehr auf. Aber das dürfte auch okay sein. Wo bist du denn, Spinni? Spinni! Hallo, Spinni! Spinni! Komm mal her, Spinni! Juhu! Hallo, Spinni! Möchtest du spielen? Oh. Das war ein kurzes Spielen. Dann mache ich da mal kurz Slabs draus und dann probieren wir das hier vorne schon mal aus. So, einmal hier draus Slabs und einmal hier draus Slabs. Und dann können wir mal schauen, wie das aussieht. Und neue Rezepte haben wir bekommen. So, da weiß ich noch nicht. Wir brauchen auch Stairs davon. Aber ich glaube, hier können wir auch ganz gut wirklich mit Slabs arbeiten. Bei dem Weg. So. Und dann vielleicht hier eine Sandstone Slab. Ah, guck mal, das sieht doch gut aus.
Und genauso könnte man das dann, glaube ich, auch hier vielleicht versuchen. Ich fange hier mal unten an, ne? Guck mal, dann haben wir da Andesit drauf, da haue ich Sandstone drauf, da haue ich Andesit drauf, da haue ich Andesit drauf. Und jetzt haben wir schon nichts mehr. Hätte ich es vielleicht schon andersrum gemacht. Ja, aber guck mal, das sieht doch gut aus. So können wir hier dann den Weg hochbauen. Und so können wir da dann den Weg hochbauen und weiterbauen. Gut, dann müssen wir das auch schon mal für die nächste Aufnahmesession. Ich werde jetzt nicht mehr viel machen. Ich bringe das mal wieder nach oben. Das brauchen wir jetzt echt nicht. Iron Ingots nehme ich auch schon mal mit. Ja, so ein bisschen rumprobieren, ne? Eine kleine Folge voller Probieren und Studieren. Ja, ne? Probieren geht über Studieren und so. Ja, weiß ich noch nicht. Weiß noch nicht, wie ich es nennen soll heute, aber ist egal. Ups. Du bleibst hier. Da kommt der Andesit zurück. Das Gravier gehört hier drin. Dann packe ich das Clay mal da rein und dann passt das schon mal. So weit erstmal. Fürs Erste. Und dann können wir hier direkt Raw Beef und rein damit. Das war Flame. Das wäre natürlich auch cool für den Bogen. Hack of the Sea haben wir da drauf. Da ist Mending drauf, genau. Ich weiß gar nicht, ob man das hier runterkriegt, wenn ich jetzt ein Diamantschwert und das hier reinpacke, ob ich dann einen Mending runterkriege. Ansonsten bringt uns dieses Schwert ja eigentlich gar nichts. Das wäre cool, wenn es geht. Kommen wir später mal zu. So, die Kiste, die haben wir jetzt so gefüllt, dass es passt mit allem. Ich würde sonst damit aber beim Haus anfangen. So, ich packe das jetzt einmal hier rein. Dann fahren wir noch einmal rüber zu unserem Anwesen und dann können wir von da aus in der nächsten Folge weitermachen mit dem Weg, bevor wir dann das letzte Stückchen setzen mit dem letzten Gravier, was wir noch haben. Ja, langsam merke ich auch so die Aufnahme. Haut rein. Aber gut. Das sieht immer noch so schön aus mit den Kirschblüten da. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Schreibt es gerne in die Kommentare, so wie immer. Und ich danke euch schon mal fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Aber wir fahren noch kurz rüber und ja, dann gucken wir mal. Vielleicht setze ich auch noch ein, zwei Stairs. Ist ja erst mitten am Tag, ne? Kann man ja nochmal ausnutzen. Da müssen wir uns immer noch drum kümmern. Das fällt mir immer auf, wenn wir hier rüberfahren. Und gefühlt ist das auch immer nur am Ende von Aufnahmesessions. Wenn mir das wirklich auffällt. Das finde ich ja immer noch nervig. Ich weiß, es gehört zu Minecraft irgendwie dazu, dass sowas passieren kann. Aber ja, ich möchte das halt schon realistischer haben. Ich habe es ja schon so oft gesagt. Und jedes Mal denke ich mir so, da muss ich doch mal hin. Das müssen wir doch mal machen. Aber gut, jetzt für den Rest der Staffel wird das vielleicht doch ein bisschen zu eng, gerade mit dem, was ich mir so vorgenommen habe, was wir geschafft haben in dieser Staffel, ist ja auch wirklich einiges wieder. Ich weiß, der Weg fällt jetzt nicht so sehr, ich will nicht sagen, fällt nicht so sehr ins Gewicht, fällt nicht so sehr auf, wie manche andere Dinge, die wir geschafft haben. Aber dennoch bin ich da ziemlich zufrieden mit und bin auch froh, dass wir den Weg hauptsächlich erstmal geschafft haben. Alles andere ist mir gerade auch noch nicht so wichtig gewesen. Das können wir dann jetzt so nach und nach machen. So, dann haue ich da noch einen hin. So, das passt. Und dann haben wir hier wenigstens das erste Stück abgeschlossen, bis auf alles, was sich im Sand befindet. Das machen wir dann später nochmal. So, und Treppe. Und so müssen wir jetzt halt noch den restlichen Weg ausbauen, weil dann sind wir auch fast fertig. Und ich glaube, wir sind jetzt irgendwie, wie viele Folgen haben wir noch? Lass es noch 14, 15 Folgen sein, die jetzt noch kommen. Das dürfte ja auch alles gehen. So. Du bist einfach. Und das lasse ich für Zukunft stimmen, denn weil dann wird er mich wieder hassen. Also mich in Anführungsstrichen den Vergangenheitstim. Der wird dann wieder gehasst. Das möchte ich natürlich eigentlich auch vermeiden. Ja, so geht es halt wieder nicht auf. Das heißt, da müsste ich eigentlich auch
so arbeiten. Ja, doch, doch, das funktioniert sogar. So, dann machen wir das so. Und hier machen wir das genauso. Wobei man dann natürlich hier auf dem ersten auch mal nur so eine Slab verwenden könnte. Und hier das gleiche. Hier könnte man dann generell Slabs verwenden, ne? Wenn das so langsam hochgeht. Da vielleicht eine Stair ist gar nicht schlecht. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann haben wir den Weg wenigstens bis hier schon mal fertig. Bis auf das Stückchen Gravel natürlich. Das ist dann das allerletzte, was wir machen. Ja, aber in 15 Folgen, wie gesagt, ich schätze mal so 5 Folgen werden wir noch am Weg arbeiten müssen. Und dann können wir noch ein bisschen an unserer kleinen Supporterhütte arbeiten. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Dann auch endlich mal die Namen eintragen zu können. Und das dürfte dann auch so das letzte sein. Der Weg, die kleine Supporterhütte. Vielleicht noch ein, zwei kleine Kisten hinten ins Haus mit rein, um das Lager da schon mal zu erweitern. Aber ansonsten dürfte es das dann gewesen sein schon für diese Staffel. Jetzt bedanke ich mich nochmal kurz fürs dabei, dass ihr dabei wart in dieser Aufnahme-Session, dass ihr euch die Folgen angeschaut habt. Vielen Dank und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme-Session, wenn es wieder heißt Let's Play. Sag's, Huni. Ja, komm, sag's. Minecraft. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.